Hallo, ihr großen Anführer vor eurem Bildschirm. Herzlich willkommen zu Civilization 6 auf dem Handy von mir. Ja, lange kein Civilization Let's Play mehr gehabt. Dieses Mal versuche ich es auch wirklich zu beenden. Und wir versuchen mal wieder eine neue Form, nachdem wir es ja nun schon auf der PlayStation gespielt haben und auf dem PC, versuchen wir jetzt auf dem Handy und mein Lieblings Anführer für einen Kultursieg ist halt Pericles und den haben wir jetzt hier. Ja, und wie ihr seht, Handyaufnahme heißt, auf der linken Seite haben wir leider einen Aufnahmebutton, den kriegen wir nicht weg. Ach ja, ihr seht mich nicht. Die Qualität vom Sound ist so meh. Wir haben ein paar Steuerungsschwierigkeiten, aber ihr werdet sehen, wir werden das schaffen. Wir stehen das gemeinsam durch und wir beginnen ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Guck mal, Trüffel, ganz viel Kupfer, Gips, Felder, also alles Mögliche. Werden auf jeden Fall sehr, sehr früh einen Arbeiter bauen, um hier noch weiter die Minen auszubauen. Das wird spannend. Ja. Und währenddessen bin ich zu Fuß unterwegs und unterwegs in Richtung eines Zuges oder mit einem Zug. Und ja, das wird wahnsinnig cool. Naja, cool. Das Gebiet ist gut. Oh, wir starten da jetzt einfach genau an der Stelle. Und haben einen schönen neuen Kontinent entdeckt und ja, das Bergbau definitiv. Und wir fangen natürlich wieder an mit einem Speer, der was anderes macht. Hat das Spiel nicht verstanden. Allerdings mag ich solche Zwangsentscheidungen nicht. Also, da hätte ich mir schon was überlegt aus Sicht der Entwickler, wenn das wirklich so eine zwanghafte Entscheidung ist. Okay. Na, wir gucken mal. Offenbar haben wir eine hohe Produktionsmenge. Sollten das ausnutzen. Kupfer. Eine Luxusressource eigentlich nicht. Eigentlich müsste es ein Bonus in der Produktivität sein. Zwei Runden, dann haben wir unseren Speer. So, und dann sind wir jetzt so weit, dass wir einen Speer haben. Schön. Als nächstes, wie viele Runden brauchst du noch? 5. Das ist einfach zu verlockend, ne? Ich baue den Handwerker. Es ist einfach zu verlockend. Naja, wenigstens wirst du mich schon wieder kontrollieren. Doch, der kommt. Aber warum auch immer, wenn ich fahre? Hochhalten. Oh nein. Ich habe immer Angst, wenn dieses Ping da kommt. Ich denke immer, das wird nicht. Haben Sie meine Schule angerufen? Ich weiß nicht. Nice. Dörfer. 2 Stück und freies Gelände, was auch sehr ungewöhnlich ist. Ich muss meinen Krieger auf jeden Fall noch nach unten schicken, nachdem ich das Dorf geholt habe. Allein dafür nochmal die Hexe. So. Ne, wir wollen nicht die Lehrsänger. Auf keinen Fall. Wir wollen auf jeden Fall. Was anderes. Wir wollen nämlich auf jeden Fall Stadtstaaten entdecken, um dann den Eulen der Minerva beizutreten. Und dann noch 2 zusätzliche Policy Slots kriegen. Das ist so ein Second Goal in diesem Let's Play, versuchen, so viele Policy Slots wie möglich zu kriegen. Ja. Und dann ist da oben schon. Tunnelende dann. Thank you.
du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Eine sehr weise Ansage. So. Ja, das nächste wird aber ohne Munden Astrologie sein. Und dann schauen wir mal, was hinführt. Also manchmal stehe ich nicht hier, welche Entscheidung. Die Richtung gewählt wird. Tja. Immer noch besser als sie letztens die Traumhund, der anderthalb Stunden stand und ich sicher war, ob wir weiterfahren. Ja, und der Typ, der ausgestiegen ist. Da sind auch welche ausgeschieden, weil ich dachte, dass er gar nicht mehr fährt, aber ich habe so auf die Züge öffnen, die anderen Möglichkeiten und den Bus hätte man, glaube ich, auch so noch. Da hätte ich auch gerne mit dem Bus fahren und so und dann umsteigen, weil wir da warten, da zwei am Recht. Sehr gut. Na, da haben wir sie doch. Karten aus und dann Eulen der Minerva. Und damit haben wir schon mal einen Slot extra. Und Handelswege zu Stadtstaaten sind super. Was ja auch nicht schlecht sein kann. Danach brauchen wir das. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt in der RB50, der Lüner, nach Münster Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Dortmund Kirchderne. Oh. Wir haben ein Dorf entdeckt. Das nehmen wir uns auf jeden Fall, wenn sonst die Leute aus Singapur nicht wegnehmen. Ja. Autsch. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Ja, die Griechen haben es gewusst. So. Wir können alles nehmen und bestätigen alles. So, und hier wollen wir das zur Liste hinzufügen. Das und das. Und dann machen wir erstmal weiter. So, und hier sicherlich sinnvoll, jetzt schon den zweiten Siedler zu bauen. Ja, so. Ganz natürlich am Alter. Na denn.